So, jetzt sind wir bei der Situation, dass die Schranke immer noch zu ist und er jetzt durch will. Jetzt bin ich mal gespannt. Siehst du? Da ist eine Gegensprechanlage. Alter, ich bin so ein Fuchs, ich bin so intelligent. Dann wird er auf jeden Fall nicht hier dreschen. Klasse. Ich bin so klug, K-L-U-K. Aber die lassen sich auch ganz schön feiern mit der Schranke. Oder er muss noch 2 Minuten warten, bis der nächste Zug durchfährt. Übrigens bin ich auch durch die Stadt gefahren. Durch die Stadt gefahren, wo Klaas die Mähdrescher herstellt. Das war auch cool, an dem Werk vorbeizufahren. Da waren gefühlt 1000 Mähdrescher. Das gibt's doch nicht. Das sind normale Fliegen und die beißen. Wollen die mich verarschen? Leute, Fliegen die beißen, das kenne ich auch nicht. Na? Da braucht die Schranke wohl noch ein bisschen. Und Patrick, was machst du? Ich warte. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Ja gut, wir brauchen jetzt keine halbe Stunde warten, bis da die Schranke hochgeht. Gut nun jetzt wirklich. Das reicht aber auch für heute.